gestatten Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokoladenburg, dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stöckchen dazu Tee. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal Sekt statt in der Milch. Mal wie Reiche sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Er will nur vom Glück ein Stück. Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben. Und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser, Strand und Sonne, Berge, Berge, Echo, Echo, Blumen. 20 Blumen, ja, das wäre Herr Rossis Glück. Das wäre mehr als so ein Stück. Der Rossi verrichtet wieder seine tägliche Arbeit. Die Reisen haben Herrn Rossi nicht das wahre Glück gebracht und daher wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. Immerhin ist er ein Spezialist, von morgens bis abends. Guten Abend, verehrter Herr Ingenieur. Schluss damit, Fossi. Machen Sie, dass Sie ins Bett kommen, und zwar sofort. Oh, selbstverständlich. Deswegen sollte sich auch ein Mann wie ich die Nacht um die Ohren schlagen. Hey, Fahrer, ich bin doch auch noch da und ich muss pünktlich und früh zu Bett gehen. Und zwar auf strikte Anweisung meines Chefs. Barbabalone, Barbabalu, es weint wieder einer auf Erden und das bist du? Aber Rossi, schon wieder du? Was treibst du denn hier? Oh, Vater, meine Vater, du kommst zur rechten Zeit. Könntest du mich ein Stückchen mitnehmen? Den Zauberstatuten nach ist es verboten, Passagiere zu befördern. Doch, für dich will ich eine Ausnahme machen. Hoppla. Aber wieso bist du überhaupt hier? Bist du nicht eigentlich ganz woanders? Woanders? Ja, aber woanders war's wie hier. Hier? Achtung, da kommt ein Wolkenkratzer! Kurs korrigiert. Hat dir denn das Mittelalter nicht gefallen, verehrter Freund? Da leben die Leute doch ruhig und glücklich. Ruhig und glücklich. Da... Bis auf die Luft war da nichts besser als bei uns, wenn ich das sagen darf. Zauberhaft, diese Kätzchen. Aber dummerweise saßen sie verkehrswidrig. Auch in der Luft gibt's Regeln. Oh, guten Abend, verehrter Herr Ingenieur. Hey, Fossi, sag Sie mal, was fällt Ihnen ein, vor Ihrem Chef zu Hause zu sein? Oh. Eine Freundin hat sich erlaubt, mich mitzunehmen, Herr Ingenieur. Es soll nicht wieder vorkommen. Oh, dem Herrn werde ich eine Lektion erteilen. Oh, Augenblick bitte, der Mensch da drüben ist doch mein Chef, ein überaus mächtiger Mann. Rossi, hast du vergessen, dass ich eine Fee bin? Na ja, aber mein Chef ist doch so reich. Er kann sich alles leisten. Alles und noch mehr. Ich verstehe. Du glaubst also, er könnte sich auch das Glück kaufen. Oder durch die Zeitgeschichte reisen, so wie du. Oh nein, aber auch ich will doch nicht mehr durch die Zeitgeschichte reisen. Kann dein fabelhafter Chef denn auch die Wunderwelt der Märchen besuchen? Welche Märchenwelt? Die leibhaftige, mein Freund. Also wieder pfeifen. Und damit betrete ich die Welt der Märchen. Genau so ist es. Die Märchenwelt ist mein. Da kann ein Mann wie ich auch wirklich glücklich sein. Und nicht geplagt von keinem Chef lernst du das Glück aus dem FF. Wenn das wahr ist. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Ich werde pfeifen und der Pfiff wird mich auf den Weg des Glücks und der Zufriedenheit führen. Alsdann. Rossi, haben wir diesen Fehler nicht schon mal gemacht? Gaston, ich reise ja nicht in ein anderes Zeitalter. Diesmal zieht es mich in die Welt der Märchenfreund. Eine Welt, in der alle glücklich und zufrieden leben. Kapiert? Die Märchenwelt, oh! In der Märchenwelt treffe ich ja alle meine Lieblingsstars. Ei, der Daus, das war ja eine ziemlich kurze Reise. Sollten wir tatsächlich schon in der Welt der Märchen angekommen sein? Das sind wir, Sie doch. Gestatten Sie, Herr Dr. Pilz, ich möchte Ihnen hier mit meinen Nachbarn vorstellen, Herr Rossi. Ja, das ist mir eine besondere Ehre. Aber darf ich auch fragen, in welchem Märchen Sie beide wohnen? Denn ich habe Sie hier noch nie erblickt. Also, um ehrlich zu sein, wir sind vor kurzem erst umgezogen, wissen Sie. Wir sind gewissermaßen neu hier, gewissermaßen noch ohne Märchen. Aber wenn Sie die Güte hätten, uns eins zu nennen... Ja, nennen... Ich fürchte fast, ich muss Sie enttäuschen. Derzeit ist es recht schwierig, ein freies Märchen zu finden. Ach, die ersten Tage würden wir uns auch mit einem besetzten Märchen zufrieden geben, ob sich das vielleicht einrichten ließe. Nun, selbst ich stehe schon seit Jahren auf der Liste für ein eigenes Märchen, verstehen Sie? Ich habe sogar schon einen Dringlichkeitsantrag eingereicht beim Amt für Volksmärchen. Und trotzdem werde ich immer wieder nur als Statist eingesetzt. Aber ich möchte Sie keinesfalls entmutigen. Gehen Sie einfach mal diese Straße entlang. Möglicherweise stoßen Sie da auf ein Ihnen genehmes Märchen. Verbindlichsten Dank, Dr. Pilz. Tausend Dank, Doktor. Viel Glück, wollte ich noch sagen. Ach ja,
Also haben wir noch zwei Arbeitslose mehr. Die Fantasielosigkeit der Menschen ruiniert uns noch völlig. Gaston, da hinten bewegt sich doch was, stimmt's? Ob wir dort mal nachfragen? Mhm. Guten Tag, der Herr. Wir sind auf der Suche nach einem freien Märchen. Hey, das ist doch Pinocchio, der berühmte Pinocchio. Mach's mal halblang, man benimmt sich nicht so aufdringlich. Also ein Märchen suchen Sie und frei soll es auch noch sein, was? Bitte. In dem Fall wäre Ihnen geholfen, wenn Sie sich links halten, links und geradeaus. Da finden Sie ein vollständig unbesetztes Märchen. Voller Süßigkeiten und goldener Goldtaler. Oh, sehr liebenswürdig. Das war sehr liebenswürdig von Ihnen. Allerdings meine Verehrung. Ich habe Pinocchio persönlich kennengelernt. Persönlich in Fleisch und Blut habe ich ihn kennengelernt. Ich dummer Hund, warum habe ich ihn nicht um ein Autogramm gebeten? Pinocchio. Wer weiß schon, ob wir seinem Hinweis trauen dürfen. Aber selbstverständlich, Pinocchio hat persönlich vor mir gestanden, der große Hampelmann, das berühmteste Stück Holz der Welt. Oh, ich Glücklicher! Corri, gioca, sogna, canta, salta, falla, ridi, palla, grida insieme a noi. Vieni qui con noi, certo troverai la felicità. Non lasciarci più, canta pure tu. La felicità. Gioca, canta, balla, salta, ridi insieme a noi. La felicità. Herrliche Lied und nun noch der gestiefelte Kater. Oh. Grüß euch, Leute. Oh, welche Ehre. Erst das Lied und dann den Kater zu sehen. Kann ich euch helfen, Freunde? Ich weiß nicht, ob wir Ihre Güte in Anspruch nehmen dürfen. Wir sind auf der Suche nach einem glücklichen, freien Märchen. Kein Problem, rechte Hand am rechten Griff. Wir zischen ab, Leute. Endstation. Verbindlichsten Dank, Herr Stiefelkater. Och, keine Ursache. Und nun seht euch um, hier findet ihr ganz bestimmt, was ihr sucht. Also ich finde, in Wirklichkeit ist er viel schöner als in den Märchen. Hey, Gaston, ich glaube, wir sind im Weg. Oh. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Oh, wie schön sie war, wie wunderschön. Und sie hat mir sogar was reingeschrieben. Für Gaston hat sie geschrieben, in grenzenloser Zuneigung. Deine Aschenbrödel. Oh, ihr Hunde und Menschen aller Orten, wenn ich das jemandem erzähle, das glaubt mir keiner. Sieh doch, ein Haus. Wer mag wohl darin wohnen? Wir gehen einfach hin und sehen nach. Gegrüßt. Das ist Schneewittchen. Also, Gaston, wenn ich bitten dürfte, wo sind deine guten Manieren geblieben? Gestatten angenehm, Rossi. Und das hier ist mein Sekretär, Privatsekretär. Ich bin entzückt, Mademoiselle. Oh, wie reizend. Noch zwei Zwerge. Nun denn, kommt herein. Kommt ruhig herein.
Meine Zwerge sind den ganzen Tag fort. Und neuerdings gehen sie auch abends aus. Ach, wie wär's? Ihr könnt mir doch ein bisschen beim Aufräumen helfen. Oh, mit dem größten Vergnügen, verehrtes Fräulein Schneewittchen. Das ist ja ganz reizend von euch. Also, da wären die Betten zu machen, die Küche muss aufgeräumt werden, der Tisch sollte... Oh, da fällt mir ein, nehmt euch vor der Hexe in Acht. Also bis nachher dann, bis nachher. Für Sie zu arbeiten wird uns Freude und Entspannung bringen, Mademoiselle Schneewittchen. Wir haben also ein Märchen gefunden. Und was für eins? Was für eins? Wir haben doch wenigstens eine Hütte. Hütte ist das richtige Wort. Sieh nur, wie es hier aussieht, dass man im Märchen noch arbeiten muss. So, das wär's. Wir haben's geschafft. Jetzt können wir uns ausruhen. Gaston, hör zu. Wir müssen abwechselnd Wache stehen wegen der Hexe. Ach, so ein Quatsch, Rossi. Hier gibt's doch keine Hexen. Die gibt's doch nur im Märchen. Eben. Und wo befindest du dich? Oh, im Märchen. Vorsicht! Da ich mehr gearbeitet habe als du, werde ich mich als Erster ausruhen. Du wirst die Scherben wegfegen und Wache halten. Altwerden ist eine verflixte Sache. Man kann so gut wie nichts mehr sehen. Aber keiner nimmt Rücksicht. Alles verlangt von mir, dass ich die Böse spiele. Ja. Das süße Schneewittchen. Sie ist wieder mal nervös und zappelig, das hübsche Rauschröckchen. Vielleicht wäre das der rechte Augenblick, um ihr den vergifteten Apfel zu geben. Ah! Guten Tag, Schneewittchen. Aber ich bin doch... Aber was für eine tiefe Stimme hast du denn heute? Ich bin sehr glücklich, dass sie Ihnen gefällt, meine... Oh, sag an, woher haben wir denn plötzlich diesen Pelz her? Nun, meine Liebe? Oh, den habe ich gewissermaßen seit meiner Geburt. Sag mal, möchtest du nicht einen frischen roten Apfel? Dem Himmel sei Dank, endlich gibt's was zu essen. Oh, Augenblick mal, wenn ich überlege, Schneewittchen sollte doch den Apfel nicht essen, nicht wahr? Jawohl, so war es, das stimmt doch. Doch weil ich ja nicht Schneewittchen bin, darf ich den Apfel ruhig essen, den schönen runden. Ja, lass ihn dir ruhig munden, Schneewittchen. Gaston! Regt euch ruhig auf, ihr Zwerge, denn jetzt ist es für immer zu spät. Aber was haben Sie bloß gemacht? Das ist doch gar nicht Schneewittchen. Und ich bin gefälligst auch kein Zwerg. Ich bin Herr Rossi. So? Und das hier ist mein Freund, Gaston, ein Hund. Was, das ist nicht Schneewittchen? Verflixte Tat, verflixte Augen, da habe ich doch schon wieder einen Apfel verschwendet. Und wie teuer die heutzutage sind. Schnell, gnädige Frau Hexe, wecken Sie ihn wieder auf. Vollkommen unmöglich. Kennst du denn das Märchen nicht? Nur der Kuss eines wahrhaftigen Märchenprinzen kann den Zauber wieder lösen. Oh Himmel. Unsinn, wer soll denn den küssen? Schließlich ist er ein Hund. Ein Hund? Ah, da muss ich wohl auf einen guten Einfall kommen. Frau Professor Hexe, ich habe getan, was Sie mir angeraten haben zu tun. Aber sind Sie denn auch sicher, dass es einen Sinn hat? Oh ja, da bin ich vollkommen sicher. Der ganze Wald fällt darauf rein. Meine Pappenheimer kenne ich nur zu gut. Du musst mir sagen, was passiert ist. Los, ich sehe doch nichts. Oh, die weinen alle? Meine Fallen sind unfehlbar. Da kommt tatsächlich der Prinz. Die sind doch alle gleich Herdentrieb, wie bei den Menschen. Man muss nur etwas Außergewöhnliches tun und schon kommen sie alle angerannt und gaffen. Nun sag schon, was macht er, der Schönling? Ist er überhaupt so schön wie im Märchen, hä? Ja, er... Er ist aufgewacht. Mein Gaston ist aufgewacht. Bah, ich hab einen bitteren Geschmack im Mund. Fantastisch, märchenhaft, ein gelungener Hexenscherz, in der Tat. Der Märchenprinz hat einen Hund geküsst. Nein, sowas aber auch. Trat an und küsst einen Hund. Bei allen Besenstielen, so habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht amüsiert. Der Scherz wirkt besser als das Lachgas beim Zahnarzt. Rossi, Rossi! Haben die es auf uns abgesehen? Die Pfeife! Schnell pfeifen! Aber was ist das denn? Wo hat es uns denn jetzt hin verschlagen? Aha, ich erkenne dich, Schneewittchen. So, möchtest du nicht einen Apfel, du Gute, du?
Ja. Naja, irgendwann gehen auch Ihre Äpfel mal zu Ende. Oh, sieh doch, Rossi. Ja, wir sind im alten Ägypten gelandet, mein Freund. Vielleicht sollten wir diesem Wegweiser folgen. Vielleicht gestattet man uns in dieser Epoche friedlich zu leben, unter Pharaonen und Pyramiden. Die fangen gerade mit dem Pyramidenbau an. Das hier scheint die Baustelle zu sein. Ja, die werden wir uns ansehen. Das könnte ganz lehrreich sein. Rossi, Rossi. Zu viel Lerneifer ist ungesund. Gestatten, Rossi. Ich nehme an, Sie sind der Bauführer hier. Was ist denn nun passiert? Nun haben Sie Rossi ein Halsband umgebunden. Oh, heiligste aller Mumien. Ich begrüße dich, Ägypter. Hast du noch nie einen Hund gesehen? Sag an. Oh, heiligste aller Mumien, wie herrlich er ist. Oh, heiligste aller Mumien, wie herrlich er ist. Hey, Gaston, merkst du was? Die halten dich für einen von ihren Göttern. Befiehl ihnen meine Freilassung. Ich als Gott? Nun ja, wir wollen nicht gleich übertreiben. Sie finden mich nur besonders sympathisch. Gaston, hör doch! Du tragen sofort Stein! Du tragen sofort Stein! Runter! Du tragen sofort Stein, du! Oder schmeckst du lieber Peitsche? Wenn ich mir überlege, wie ich mich über die Arbeit in der Firma beklagt habe, dass ich sie manchmal sogar zu schwer fand. Los! Ich muss schuften und er lässt sich feiern. Du Herrlicher, du Einziger, du unser aller Herr und Meister, nimm diese Pyramide als bescheidenes Denkmal hin, als Gabe, die dir deine ehrerbietigen Untertanen weihen. Sie möge dir Schatten spenden und Ruhe für deine weisen Entschlüsse, o Herr, in Ewigkeit. Somit ergreife ich die Gelegenheit, den Behörden zu danken für all ihr... Ich habe ja noch nicht mal was gegessen. Ich habe aufmachen, aufmachen. Mitbürger Ägypter Mumien, hört mich an. Gaston! Gaston! Ich bin's hier oben. Rossi! Rossi, alter Freund, wie sehr habe ich dich die ganze Zeit vermisst? Das merkte ich. Hier, hier hast du ein Seil. Halt dich fest! Ich wollte dich wirklich von der Sklaverei befreien. Wichtig ist nur, dass wir uns wiedergefunden haben. Und jetzt heißt es, von dieser Pyramide runterzukommen. Rossi, Rossi. Offen steht uns der Weg in die Freiheit. In den Tod. Die Pfeife. Pfeif doch. Oh, oh, welch ein Glück, dass wir wieder zu Hause sind. Hey du, Gaston, was treibst du schon wieder da draußen? Brauchst du die Peitsche? Guten Tag, der Ingenieur. Jawohl, ich werde mich endgültig von dieser Pfeife trennen. Ich möchte auf keinen Fall unsere Fee beleidigen, aber ich gehöre nun mal in diese Zeit. Vielleicht bin ich nicht glücklich, aber ich komme wenigstens lebend in den Genuss meiner Pension. Denn Herr Rossi sucht das Glück, sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Denn Herr Rossi sucht das Glück, sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Ihr Bescheid.
Pfeife, diese lange, lange Leiter.